Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, und willkommen zu diesem neuen Vlog hier. Elisa ist zu Hause. Die Maus ist ja krank. Die hat sich leider eine Erkältung eingefangen jetzt am Wochenende. Seit 3 Tagen geht Luca komplett alleine in den Kindergarten. Also tatsächlich klappt das richtig, richtig gut. Gestern war es dann zum allerersten Mal so, dass er bis 1 Uhr geblieben ist. Ja, heute soll er dann auch bis 1 bleiben. Und ja, Elisa und ich, wir haben so Mama-Tochter-Zeit die letzten 3 Tage. Ne? Süße Maus, jeden Morgen haben wir wirklich schöne Beschäftigung hier. Was macht der Carlo da? Jetzt geht er schon wieder zu dir, ne? Ja. Ich mache mal hier jetzt mal ein bisschen Fenster auf. Also weit auf. Ich hoffe, dass das ein bisschen hilft hier. Ja doch, da kommt schön Wind rein. Und eigentlich könnte ich euch direkt sogar einen Haul zeigen. Ich habe nämlich tatsächlich bei Temu bestellt. Ja, das ist eine App, wo man, ja, günstig Sachen, sage ich jetzt mal, bestellen kann. Ich habe tatsächlich auch eine Kooperationsanfrage bekommen. Die habe ich aber erstmal abgelehnt, weil ich diese App erstmal selbst ausprobieren wollte, erstmal selber so ein bisschen testen wollte. Die erste Bestellung war tatsächlich auch wegen Carlo. Ich habe für Carlo tatsächlich dort einiges bestellt an Spielsachen und so. Und die zweite Bestellung war dann tatsächlich hier für die Babys. Und das kann ich euch alles ruhig mal zeigen, was ich da so bestellt habe. Ich muss aber wieder hier aufpassen auf Carlo. Da bin ich wieder. Ja, ich habe jetzt Elisa mal eben kurz in Sicherheit gebracht. Aber die kleine Maus hat gerade schon wieder direkt Beschäftigung mit diesen Büchlein. Tatsächlich habe ich das auch bei Temu bestellt. Und zwar ist das so ein, darf ich mal ganz kurz zeigen, ja? Das ist hier so eine Art Buch. Und dann kann man das hier aufmachen. Und dann hat man hier an der Seite, bitteschön, dann hat man hier an der Seite ein Magnetfeld sozusagen mit diesen ganzen Magnetteilen dran. Und hier hat man ein Heft drinne und da kann man halt mit diesen Teilen diese Figuren nachmachen. Für ganz kleine Kinder ist das jetzt natürlich jetzt noch nicht so wirklich was, aber man hat tatsächlich auch die Möglichkeit hier das alles farbig zu sehen und das dann halt farbig sozusagen nachzulegen. Dann ist das halt für etwas kleinere Kinder schon super geeignet. Ja, und für die Größeren ist das natürlich dann halt richtig schön hier mit diesen schwarzen Formen. Und ja, das Heft ist richtig voll mit so schönen Figuren, die man halt alle letztendlich wirklich nur aus diesen paar Teilen hier machen kann. Und das finde ich richtig cool. So, und der Rest liegt tatsächlich alles noch hier. Und zwar zum einen habe ich zum Testen solche Einlagen, Kinderwageneinlagen bestellt. Von der hier bin ich jetzt nicht begeistert, um ehrlich zu sein, weil die ist super, super dünn. Ich müsste das mal in den Kinderwagen packen, weil ich hatte die bestellt für unseren Geschwisterwagen. Die hier zum Beispiel, das ist auch noch eine Einlage, die ich bestellt habe. Die finde ich richtig, richtig cool. Und die ist auch richtig schön dick. Andersrum. So, die ist richtig, richtig schön dick. Das sieht man, glaube ich, hier auch schon richtig gut. Ja, und der Rest, den ich bestellt habe, ja, das ist halt jetzt alles Spielzeug, sage ich jetzt mal. Und zwar zum einen habe ich hier Stempel gefunden. Auch gar nicht so teuer. Ich glaube, 1 Euro, 2 Euro, irgendwie sowas. Und da habe ich mich dann halt für ein Dreierpack entschieden. Da sind halt, hier sind so Dinosaurier drauf. Hier sind Zahlen drauf. Und hier sind Früchte, glaube ich, drauf. Dann habe ich hier 2 so Puzzle mitbestellt. Und diese Würfelpuzzle haben unterschiedliche Bilder. Einmal hier mit Seemotiven, Meeresmotiven drauf und einmal hier, das fand ich ganz süß, für Luca mit Fahrzeugen drauf.
Feuerwehr und Bagger und sowas. Dann habe ich hier Sticker bestellt. Und zwar sind das so 3D-Sticker. Und hier sind auch noch Dinosaurier bei und sowas. Das fand ich ganz süß. Dann für die beiden so zum Spielen und wenn die malen und so. Dann habe ich den beiden so ein Spiel bestellt. So ein Motorikspiel ist das. So ein Sortierspiel. Finde ich ganz schön. Da bestand ich tatsächlich auch schon länger vor bei Amazon. Und da habe ich das dann halt auch bei Temu gefunden und dachte mir, okay, bestelle ich einfach mit. Und dann habe ich zwei so Quidbooks bestellt. Die muss man allerdings noch selber zusammenbauen. Und das wollte ich mit Elisa heute eigentlich machen. Die wollte ich heute zusammen basteln mit der Maus. Ja, und als allerletztes, da stand ich auch schon super, super lange vor, habe ich tatsächlich so einen Klangbaum bestellt. Sowas habe ich tatsächlich auch bei Amazon schon super, super lange auf meiner Wunschliste gehabt. Aber bei Amazon sind die halt auch immer sehr, sehr teuer. Und hier bei Temu habe ich jetzt 7 Euro bezahlt. Also gar nicht viel. Wie gesagt, für das, was ich euch jetzt hier gezeigt habe, habe ich gerade mal insgesamt 35 Euro bezahlt. Kostenloser Versand. Klar, man musste ein bisschen was länger warten, bis das dann gekommen ist. Ja, was nickerst du denn? Ja. Ja. Nee. Ich muss mal gucken. Der Robby müsste gleich fertig sein, dann kannst du wieder in die Küche und ins Wohnzimmer. Runter gehen wir nicht. Omi ist einkaufen. Das sind jetzt meine ersten beiden Bestellungen bei Temu gewesen. Aber ich glaube, das wird nicht die letzte sein. Also ich bin echt begeistert, sehr überrascht, positiv überrascht. Wir sind schon fleißig dabei, die ganzen Spielsachen aufzubauen. Hinten im Hintergrund höre ich Carlo spielen. Solange ich höre, dass der spielt, ist alles gut. Wir haben jetzt hier als allererstes diesen Klangbaum aufgebaut. So sieht er aus. Da braucht man hier nur hier diese Teile hier reinzustecken. Die sind aber manchmal sehr, sehr locker nur da drin. Ne? Also so ganz weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Aber hier kann man dann mit den Kugeln spielen. Die darf ich natürlich auf gar keinen Fall Carlo zeigen. Da ist der Rasselball. Alles klar. Noch quetscht er sich überall da rein. Alles klar. Ja, das ist auf jeden Fall fertig. Die Kugeln tue ich aber hier wieder in die Tüte rein. Mir ist das halt zu unsicher. Ich habe es jetzt einfach so gemacht. Einmal so, wie es hier auf dem Bild zu sehen ist. Aber man kann es halt einfach auch kunterbunt stecken, wie man das möchte. Ja, finde ich ganz schön. So, sollen wir das jetzt hier mal ausprobieren? Ja? Auspacken. Ja, komm, dann packen wir das jetzt auch mal aus. Also jetzt, wo ich das hier ausgepackt habe, finde ich es auch echt schön. Das ist auch so ein richtig schönes Motorik-Spiel für die Kleinen. Das ist auch super für dich, kleine Maus. Mhm. Ne? Süße Schnecke. Ich habe ihr im Übrigen heute mal die Haare gemacht zu einem so einem Pferdeschwänzchen. Dann könnten wir theoretisch mal hier im Spielzeugregal ein bisschen aussortieren, ne? Beziehungsweise generell das Spielzeug wollte ich mal aussortieren, aber ich habe eigentlich sowieso schon lange vor, schon wieder alles hier mal zu sortieren, auch hier durch die Schränke zu gehen, durch die Wickelkommode. Ja, aber irgendwie klappt das im Moment alles so gar nicht richtig. Du möchtest damit jetzt spielen? Ja? Ich darf jetzt? Okay, dann nehme ich mir den Kreis und tue den da rein. Jetzt bist du wieder dran. Ich spiele jetzt hier ein bisschen mit Elisa Maus. Und dann werde ich gleich mal gucken,
dass ich die Bücher noch gemacht bekomme. Ich hab's Luca versprochen, ne, Schatz? Ja, sonst spiel hier alleine und dann gehe ich in die Küche und mach die Bücher eben fertig. Was hältst du denn davon? Ja gut, dann machen wir das so. Nein! Nein! Oh. Du brauchst gar nicht zu meckern, du kommst nicht in das Bettchen rein. Was denn? Eigentlich ist das auch ein Tisch, ne? Da darfst du eigentlich auch nicht drauf, junger Mann. Du Frechdachs, du. Was möchtest du denn noch für eine neue Toni haben, süße Maus? Ja, noch kannst du dir eine Prinzessin aussuchen. Noch ist Luca nicht da. Du weißt schon, dass das hier ein Tisch ist, ne? Dass du da gar nicht drauf zu sitzen hast. Mein Freund. Sag mal. Da. Nee. So, jetzt gehst du mal da runter. Nein. Geh mal runter da. Ab. Runter. Genau, du kannst da sitzen. So. Jetzt kannst du hier mitspielen. Guck mal hier. Da. Du bist einer. So, meine Lieben. Einige Zeit später. Ja, wir haben tatsächlich schon Mittag gegessen. Meine Mama ist schon auf dem Weg in die Firma. Sie hat nämlich heute Bürotag. Hier sind wir wieder vereint. Luca ist wieder zu Hause. Ne, kleiner Mann? Du hattest einen schönen Kindergartentag, ne? Hast du erzählt? Er erzählt ganz viel immer darüber. Die spielen jetzt schon die ganze Zeit mit dem neuen Spielzeug. Und tatsächlich wird schon so ein bisschen gestritten. Genau, die wollte ich hier noch auspacken. Hier habt ihr nämlich noch die Puzzles, ihr zwei. Ja? Das ist sogar mit Fahrzeugen, Luca. Oh ja, Mittagsschlaf ist heute definitiv fällig. Vor allen Dingen du, Elisa. Du hast immer noch eine Schnupfnase, bist immer noch nicht ganz fit. Du brauchst den Mittagsschlaf auf jeden Fall. Und Luca, du auch. Du hast einen so anstrengenden Tag hinter dir im Kindergarten. Nein? Doch. Du warst doch sogar draußen. Du hast draußen sogar gespielt. Elisa möchte ab morgen gerne auch wieder in den Kindergarten. Aber das geht leider noch nicht. Ne, Schatz? Diese Woche nicht. Du bleibst diese Woche bei mir. Ne? Dann machen wir morgen auch wieder was Schönes zusammen. Müssen wir mal schauen, was wir morgen machen. Ist halt schwer, ne? Wenn dann der Bruder nach Hause kommt und freudestrahlend alles erzählt. Ja. Das ist so süß, wie die da sitzen, die zwei. Und wie sie da am Spielen sind. Ne? Ihr zwei Süßen. Ich hab euch lieb, ihr zwei. So. Ach, und die Kleinen habe ich euch noch gar nicht gezeigt, ne? Das Bettchen ist ja hier wegen Überfüllung geschlossen, weil aktuell ja unsere Sophia-Maus auch hier liegt. Und ja, Sophia sieht so aus. Sie hat halt diesen Strampler immer noch an, die kleine Maus. Milan und Mika haben beide halt Pullover an. Also ein Langarm-Shirt und eine Hose. Die kleine süße Mika. Und Maya und Juna sind heute im Partnerlook. Die zwei haben nämlich beide den gleichen Overall an. Den habe ich von der Melanie bekommen. Dieser Anzug hier ist in Größe 56 und dieser ist in Größe 50. Deswegen ist er bei Maya auch so ein bisschen knapp. Aber ich finde, das passt noch. Ist alles noch im Rahmen hier bei Maya Maus. Maya ist ja das zierlichste Baby von mir. Von daher passt ihr auch eine Größe 50. Aber ich finde die beiden so süß in diesen Anzügen. So, ihr zwei. Jetzt aber. Wir müssen uns noch einen Toni aussuchen für den Mittagsschlaf. Ich werde jetzt mal versuchen, die zwei hier zu überreden. Und dann würde ich sagen, melde ich mich gleich wieder bei euch. So, ich habe es geschafft. Die zwei machen Mittagsschlaf.
Ja, ich habe hier das Buch vorhin sogar noch ein bisschen weitermachen können. Und jetzt mache ich hier noch den Rest. Ich finde sowas ja toll, ne? Also das ist für mich total cool. Ich mag sowas total gerne. Ich kann euch das gerne gleich mal zeigen. Hier zum Beispiel die Seite, da geht es um das Spielzeug, wie den Ball, das Auto, ein Teddy, Flugzeug, Elefant. Und die kann man halt immer alle abmachen. Das finde ich total süß. Hier auf diesen Doppelseiten geht es dann um das Sortieren der Farben. Dann die nächste Seite ist jetzt auch wieder eine Doppelseite. Ist jetzt so aufgebaut, dass halt, ja, ein Tag im Leben des Kindes sozusagen nachgemacht worden ist. Das Buch ist, finde ich, auch schon wieder so ein bisschen für ältere Kinder gedacht. Ja, und hier können die dann halt zuordnen lernen, wie zum Beispiel halt hier der Schuh, wo gehört er hin, zur Socke. Also kann man den hier dran machen. Ja, genau. Das sind so 10 Seiten immer, die dann halt hier gestaltet sind. Ich finde das ganz süß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Auch vom Papier her finde ich das jetzt auch gar nicht mal so instabil. Ich habe jetzt hier noch eins. Das hier, das wollte ich jetzt auch direkt fertig machen. Und ja, dann war es das eigentlich für heute. Luca und Elisa machen jetzt Mittagsschlaf und wenn die beiden wach werden, weiß ich jetzt noch nicht. Müssen wir mal schauen, wie warm der Pool ist, ob wir dann nochmal in den Pool gehen oder einfach nur mal raus in den Garten. Auch für Elisa tut das ja gut, frische Luft. Deswegen verabschiede ich mich jetzt hier bei euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns heute zu begleiten. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut oder geschaut habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns definitiv ganz, ganz bald wieder.